Hast du auch so einen Weg, wo ich nicht lang konnte? Die Waffe wechseln. Aber ich habe doch jetzt so ein Schildchen. Wie sieht denn der Schild aus? Na, man sieht es immer nicht gescheit, ne? Immer schade. Aber gut. Frutzeln wir uns mal weiter durch. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Seid ihr noch da? Ist euch etwas eingefallen, wie ihr mir helfen könnt? Ja. Seid ihr noch da, mein verschütteter Freund? Habt ihr einen Weg gefunden, mich herauszuholen? Nein, habe ich noch nicht. Aber habt ihr eine Idee, wo ich etwas finden könnte, mit dem ich euch da rausholen kann? Ich hatte hier einen seltsamen Stein gefunden, mit einem eingravierten Raben. Sehr hübsche Arbeit. Wahrscheinlich eine Art Schlüssel. Ich habe ihn in meinem Lager gelassen, als ich vor den Drauger fliehen musste. Vielleicht hilft er euch ja. Vielleicht. Aber, ich beschwöre mal den hier weg. Mal ein bisschen warten. So. Und ein Elementar, das muss doch gehen jetzt, oder? Siehste. Ich habe irgendwie mit etwas Menschlicherem gerechnet. Ach, ihr Menschen legt viel zu viel Wert aufs Aussehen. Wir Firbolgs wissen, was im Leben zählt. Und das wäre? Tief in der Erde graben, reiche Erzadern entdecken, die Erfüllung, die man nach harter Arbeit spürt. Ich werde darüber nachdenken. Danke. Der dankbare Firbolg übergab den Schlüsselstein, den er zuvor bei der Erkundung der Gräber gefunden hatte. Kommt er jetzt mit? Nee. Okay, da kann ich nichts mehr machen. So. Jetzt haben wir einen Schlüsselstein bekommen. Da können wir mal wieder speichern. Der Barde hütete sich, zu tief in die Gräber vorzudringen, solange sein neuer Gefährte ihn so behinderte. Er musste den unglücklichen Firbolg an die Oberfläche bringen. Wie jetzt? Aha. Ach, guck mal, wenn man mit dem rumläuft. Dann taut er die Skelette auf. Oh mein Gott. Ja, Fall. Da war noch was. Mach ruhig. Soll ich einen Kopf kürzer machen? Hier gibt's nicht weiter. Ja, fallen. Okay, hier war ich, ne? Ganz offensichtlich, das war dieses eine Lager. Okay. Da runter könnte man noch. Okay, dann gehen wir erstmal nochmal da runter. Wie oft die Dinger auslösen, ey. Das
ein Loch im Boden. Wollen wir da hoch? Ausprobieren, ne? Vorsichtig. Oh, das geht ja ganz gut. Einen nach dem nächsten. Jeder bekommt das, was er verdient. Schwini. Kiste. Meine Kiste. Ah ja, die nehmen wir gut weg. Die sind immer gut. Falle! Gesehen. Da ist übrigens auch ein Questmarker auf der Map, sehe ich gerade. Autsch! Vorsichtig. Warum hat's denn jetzt die Heilerin zerbröselt? Euch verzeihen. Ein Goldkrönchen. Wunderschön. Gibt's hier noch mehr? Offensichtlich nicht, ne? Ah, hier so. Ist auch nix. Ist auch nix. So. Bleibt, wo ihr seid. Zurück. Ich bin direkt. Attacke! Angriff! So. Wo muss ich jetzt dahin? Wo muss ich dahin, damit ich dahin komme? Da oben hoch vielleicht noch und dann einmal außen rum. Fett die Rennerei. Die Fallen machen mich fertig ohne Scheiß. Nee. Konzentration, s'il vous plaît. Konzentration. Konzentration ist übrigens tschechisch für pass halt mal auf. Gleich wieder, gleich wieder. Jetzt einmal gerade hoch. Mal speichern zwischendrin. So. Und jetzt. Wo war's denn? Ja. Wenn sich irgendwo eine Tür öffnet, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Könnt ihr? Angriff! Angriff! Danke. Ich geh mal Richtung Questmarker. Ja, ja. Sag mal, zeig dir mal bitte erstmal. Jetzt haben wir gleich ein Problem, wenn der weg ist. Okay. Die könnte man eigentlich auftauen, oder? Guck mal. Ja, vielleicht warten wir noch ein bisschen. Autsch.
Sollen wir uns jetzt die da drüben holen oder nicht? Na komm, einmal auftauen bitte. Das ist kein Fehler, aber. So. Attacke! Angriff! So. Ist ja immer XP, ne? Muss man auch mal so mitdenken. Ist ja immer Erfahrungspunkte. Also habe ich da so per se nichts dagegen. Mal auftauen, bitte. Hat jetzt in Skelett damit reingepackt. Oh, hoppala. Ich geh mal ein bisschen zurück. Angriff! Angriff! Treffe ich da schon was? Ich stehe auf. Oh, ich glaub schon. Zu mir! Attacke! Angriff! Na, klappt doch. Falle! Falle! Gott, wie verwinkelt ist denn das hier? Cold Steve Austin. Wer kämpft denn da hinten? Könnten wir bitte? Jetzt wäre mir dann mal ein Speicherpunkt recht. Fick dich. Oh Mann, ich raste echt immer so. Scheiße. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ja, du Trottel, du gehst jetzt erstmal bitte aus der Falle raus. Attacke! Zu mir! Einen Moment, Hübscher! Komm, sorry. Die Finger werden schwer. Geh mal schnell hin, los. Fuck. Kriegen wir schon hin. Alles kein Stress. Alles kein Stress. Ich ahne schon so ein bisschen. Aber wenn sie mit den Dingern um sich schmeißen, da gehen die echt davon aus, dass du das Zeug brauchst, oder? Ei. Die kann ich ja nicht aufmachen hier. Schade. Sonst ist hier nichts. Gott, das nervt so. Vor allem so einmal auslösen ist doch in Ordnung, aber doch nicht dauernd. Seht euch mal den Dungeon an, hey.
Das ist echt wie bei Diablo so ein bisschen. Was halt so cool wäre, wenn diese Schwester, wie nennt das sich, Fabok eigentlich oder so, wenn der mitmachen würde. Heil mal ihn, bitte. Danke. Kannst du hier noch was drauflegen, wenn du willst. Wir rennen gleich wieder in irgendeine dumme Falle rein. Ich scheine auf jeden Fall irgendwas zu treffen. Oder auch nicht. Ah, jetzt kommen sie, guck mal. Ich bin. Angriff! Bleibt wo ihr seid! Ich werde gehalten! Ich kümmere mich darum. Attacke! Kriegen wir schon hin! Kiste irgendwo? Naja, aber eine Falle. Und eine Kiste. Okay. Dann bin ich hier versöhnt. Es gibt Geld. Jetzt kommt gleich wieder irgend so ein Wandklatschdings. Wandklatschdings. Oh nee, ein Speicherpunkt. Speicherpunkte sind manchmal gut. falsche Richtung. Da bitte. Danke. So. Oh nee. Ah doch, okay. Nach Hause bringen. Alles klar. Ich hätte nie gedacht, dass ich es lebend hier rausschaffe. Das verdanke ich alles euch. Ja, das tut ihr. Viel Glück, mein Freund. Sollte es euch jemals nach Stromness verschlagen, dann schaut bei mir vorbei. Ich würde eine sofortige und etwas handfestere Belohnung bevorzugen. Alter Scherzbold, lebt wohl. Hey, ich scherze nicht. Ich hoffe, ihr habt etwas für mich. Sonst schleppe ich euch da rein und stecke euch wieder hinter das Eis. Gib, gib, gib. Der haut echt ab. Der Barde durchquerte das Grab des untoten Jarl und kam wieder ans Tageslicht. Das war ziemlich unangenehm. Nie wieder Reisetipps von einem Trow. Es wird noch unangenehmer, Bursche. Wie ich sehe, habt ihr mein Schwert. Her damit! Wenn man vom Teufel spricht. Ja, ich bin's. Und ich muss euch an mein Gesa erinnern. Aber wie versprochen werde ich es aufheben, sobald ihr mir dieses Schwert gegeben habt. Der verarscht uns doch, oder? Der verarscht uns doch. Was sagst du? Nichts. Wie immer. Ach ja, das Schwert. Es gehört ganz ohne Zweifel in euren Besitz. Erlaubt mir, euch für eure Gastfreundschaft neulich zu bezahlen. Hier, fangt! Wird jetzt gesungen? Wird jetzt gesungen? Sehr schlechte Reflexe, mein Freund. Naja, man sagt zwar, Übung mache den Meister, aber in eurem Fall... Und nachdem er so den Fluch gebrochen hatte, setzte unser Held mit einem neuen, wenngleich leicht gebrauchten Schwert in der Hand, seine Reise in Richtung Bergturm fort. Gegrüßt und herzlich willkommen
des Maden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, nur ein Liebling spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskannten habt, dann gebührt euch Respekt. Und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.